Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück zu Zelda The Minish Cap hier auf Crimson Butterfly Gaming. Und wir waren uns jetzt bereit, gegen den letzten Boss zu kämpfen. Quatsch, gegen den letzten Boss, klar. Aber gegen den Boss von diesem Gebiet hier. Damit wir eigentlich das Luftelement bekommen. Das vierte und letzte Element. Ich würde sagen, auf geht's. Oh nein, ich erinnere mich. Das war ein ziemlich beschissener Boss. Okay. Shit. Okay, und nochmal. Scheiße, ey. Ja, endlich. Nein, was mache ich denn da? Dauert das lange? Scheiße, ey. Was sollte das denn jetzt? Oh, verdammt nochmal, ey. Da komm schon her. Hm.
Jetzt aber, komm schon. Finish. Oh, war's das? Der böse Mantarochen wurde besiegt. Aber es hat mich ein bisschen an eine abgefuckte Version vom Sturmherrscher erinnert. Aus Demon's Souls. Aber wir haben endlich das vierte Element. Oh, war das anstrengend. Die ersten zwei Elemente waren ja noch ganz cool, aber die anderen beiden, die waren so... Das Windelement enthält die Kraft, die Samen trägt und Früchte bringt. Endlich haben wir das geschafft. Wir besitzen nun alle vier Elemente. Erschaffen wir das heilige Schwert. Klingt gut. Da bin ich dabei. Ach klar, hier oben kommt keiner. Oh. Jetzt können wir auf jeden Fall fliegen. Das heißt, wir können bei Magnus noch was Neues lernen. Erstmal will ich hier hin. Ach, hier ist auch noch eine Kiste. Klar. Weil ich die auch noch so dringend brauche, hä? Ich habe nämlich mit meinem Großvater noch gar nicht Fragmente vereint, um die dritte Flasche zumindest zu bekommen. Richtiges Zuhause hast du. Und wo ist dein Zimmer? Und wo ist mein Zimmer? So, die vierte Flasche werden wir wohl nicht bekommen. Dazu müssen wir noch fünf von diesen wundersamen Wänden finden, die in Höhlen sind, zum Fragmente vereinen. Aber hier, da müsste eine Flasche drin sein. Oder? Bin ich mir fast sicher. Genau, leere Flasche halten. Ah, so. Soll ich die anderen beiden Flaschen auch noch mit Feen füllen? Ich glaube, hier hatten wir noch welche, oder? Nein, hier nicht. Ich weiß, dass wir irgendwo noch ganz viele Höhlen mit Feen drin hatten. Weil ich die immer liegen lassen habe. Ach ja, Magnus wollte ich zuerst. Oh, dieser Mantel. Und du bist noch geschickter geworden. Jetzt können wir neue Technik trainieren. Ja, bitte. Sturzattacke. Ja, verstanden. Genau, springen und angreifen. So. Können wir jetzt mittlerweile mal hier rein? Immer noch nicht, das ist der Wahnsinn. Ich überlege gerade, wo wir noch Feen haben.
Beim Schloss haben wir noch Feen, hä? Was war hier drinne? Ja, sehr gut. Das ist ausgezeichnet. Das kann uns noch das Leben retten. Zeit, die Elemente mit dem Schwert zu vereinen. Hier brauche ich wieder das richtige Timing. Nein, das ist nicht das richtige Timing. Das ist das richtige Timing. Hier runter, oder? Ja. So. Zeit, das letzte Element mit unserem Schwert zu vereinen. Damit haben wir nun endlich das heilige Schwert. Sehr schön. Das Wind-Element wurde übertragen. Die Kraft der vier Elemente wurde auf das weiße Schwert übertragen. Nun ist es das Schwert der vier. Du kannst dich jetzt vier teilen. Lädst du das Schwert mit Energie auf, indem du den Knopf gedrückt hältst und lässt ihn dann los, feuerst du einen Strahl ab. Der versteinerte Menschen von dem Fluch des Hexenmeisters befreit. Ah. Oh. Holla. Weil das heilige Schwert nun vollkommen ist, hat sich eine Tür geöffnet. Vielleicht führt sie zu dem Raum, in dem das Geheimnis des Forts verborgen ist. Will, lass uns hineingehen. Nanu, dieses Bild aus Glas. Es scheint auf den Ort hinzuweisen, an dem sich das Forst befindet. Vor langer, langer Zeit. Als die Welt von tiefer Dunkelheit verschlungen zu werden drohte. Stiegen Minish vom Himmel herab, um einem Helden das goldene Licht und ein Schwert zu geben. Dieser Held vertrieb die Dunkelheit mit seiner Weisheit und Tapferkeit. Und brachte Frieden. Seither ehren die Menschen das Schwert. Das goldene Licht, Force, weilte lange bei der Prinzessin von Hyrule. So war das, nicht wahr? Du bist so unglaublich naiv. Erst gibst du mir die Mütze der Wünsche und dann führst du mich her. Ich brauche euch nicht mehr. Jetzt weiß ich, wo das Forst verborgen ist.
Oh je. Will, wach auf, Will! Dieser Vati hat sich in den König verwandelt, um das Forst zu suchen. Irgendwie hat er von diesem Ort erfahren und darauf gewartet, dass wir das heilige Schwert wieder erschaffen. Wenn die Darstellung auf dem Glasbild stimmt, ruht das Forst in Zelda. Dieser Kerl wird bestimmt versuchen, Zelda das Forst zu entreißen. Wir dürfen nicht zulassen, dass er Zelda noch mehr antut. Beeil dich, Will. Wir müssen Vati aufhalten. Alles klar, da geht's jetzt in Richtung Finale, hä? Okay, sieht anders, ein bisschen anders aus. Ach du meine Güte. Oh nein, das ist ja... Alle sind zu Stein geworden. Der Minister, die Soldaten. Genau wie Zelda. Das ist offensichtlich Vatis Werk. Seine Grausamkeit kennt keine Grenzen. Will, nun ist es Zeit, mit der Macht des Schwertes der Vier den Fluch zu brechen. Ah, Will, wir sind gerettet, danke. Hier sind schreckliche Dinge passiert. Der König, der sich so merkwürdig benommen hat, war in Wirklichkeit Vati. Ach nein. Wir wurden einer nach dem anderen von Vati versteinert. Und dann griffen die Monster an. Was ist nun mit diesem Schloss geschehen? Ah, Will, es ist schrecklich. Vati ist mit der versteinerten Zelda auf das Dach geflohen. Er führt sicher Böses im Schilde. Du musst ihn aufhalten. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich gegen Vati kämpfe. Vielleicht hätte ich noch ein paar mehr Herzteilen suchen sollen. Bevor ich mich jetzt hierhin begebe. Dunkles Schloss Hyrule. Was ist denn das? Ist das hier wirklich das schöne Schloss Hyrule? Unglaublich. Ich hätte nicht gedacht, dass Vatis Kräfte so viel Unheil anrichten können. Der König und Zelda sind in Gefahr. Beeil dich, Will. Ich versuche es. Oh nein. Oh! Das war eine Fake-Tür. Aua. Jetzt kann ich nicht mehr schießen. Das ist doch scheiße. Ah, okay. Hier ist nochmal alles Mögliche. Bekommt man hier nochmal. Schön vorsichtig mitgehen. Moment, die krieg ich doch mit dem Bumerang weg, oder? Das ist gut. Schon wieder eine Fake-Tür. So ein Drecksack. Einfach gefakte Türen hier einzusetzen. Okay, ich weiß noch nicht, wofür ich das Minish-Dasein brauche. Offensichtlich für hier unten. Okay. Erstmal ein wenig hier nachsehen. Okay, hier gibt's nichts mehr. Hier muss ich dann halt als Minish hinunterfallen.
Was war das denn? Der blockiert mich einfach. Ich denke mal, ich muss... Ja. Okay. Die Musik ist natürlich auch wieder klasse. Zeit, den König zu befreien. Ah, Will. Du hast mich also gerettet. Aus dir ist wahrlich ein Held geworden. Während ich versteinert war, sind im Schloss schlimme Dinge passiert. Ist das alles Vatis Werk? Ich bin der König und ich muss Vati besiegen. Doch kann ich gegen ihn nichts ausrichten. Will, du hast das heilige Schwert. Du bist unsere einzige Hoffnung. Bitte rette Zelda, mit diesem Schlüssel kommst du aus dem Verlies. Kleinen Schlüssel erhalten. Wieso hast du den Schlüssel? Naja, egal. So, das hier ist nämlich die richtige Tür. Ja. Keine Fake-Tür. Super. Wie ich es hasse, wenn man mir meinen Schießstrahl wegnimmt. Das ist so unfair. Ach du meine Güte, wie viele da noch? Okay. Sehr gut, ich kann wieder schießen. Karte oder Kompass? Karte. Noch Gegner hier. Würde mich jedenfalls nicht wundern. Okay, das ist eine echte Tür. Hier komme ich nicht weiter. Da könnte aber ein Portal auftauchen. Oder ein Schlüssel, je nachdem. Mal auf die andere Seite gehen. Oh! Okay, gut, ich habe das verstanden. Was soll das denn? Du Arschloch. Zelo ist ein ganz schönes Arschloch. Viele. Oh nein.
wie ich sowas hasse. Nur weil ich falsch getreten bin, weil ich ausgerutscht bin. Na, endlich. Okay, das ist so etwas wieder. Das werde ich ja wohl hinbekommen. So, eine kleine Schlüssel, den kann ich dann hier vorne einsetzen. So. Ja, wo komme ich jetzt hin? Okay, ich bin hier. Okay. Ich will nur ungern wieder meinen Schießstrahl verlieren. Moment. Das war nicht beabsichtigt. Gut. Es hat noch geklappt. Oh, nein, 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 nein. Moment. Nicht cool, nicht cool. Überhaupt nicht. Hier muss ja was sein. Geht ja nicht anders. Hä? Da. Oh, ich dachte jetzt gerade schon. Das hätte ja jetzt nicht sein können. Da musste ja irgendwas sein. Jetzt ging es ja nirgendwo weiter. Oh nein, nicht so einer. Moment, kann ich denn irgendwie mit dem Boomerang was machen? Das kann echt nicht wahr sein. Yeah.
Okay, jetzt habe ich's. Jetzt habe ich's langsam verstanden. Ich habe gesehen, wie das... Genau, das habe ich nämlich gesehen, wie sich das auf einmal bewegt hat. Ich muss wieder volles Leben bekommen. Kompass. Der Bossschlüssel fehlt natürlich noch. Ich mache mir irgendwie Sorgen wegen dem Kampf gegen Vati. Ich weiß nicht mehr genau, wie das ablief. Okay, erstmal wieder auf den Schild. Ich verliere immer mehr Leben. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Weil die sich so unberechenbar bewegen. Aber wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge von Zelda The Minish Cap hier auf Crimson Butterfly Gaming. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.